innehalten, still werden. Loslassen von der Hektik, ablassen von der Arbeit und der Mühe, sich gefallen lassen, beschenkt zu werden. So wollen auch wir zur Ruhe kommen und uns vom Wunder dieser Nacht berühren lassen. Und so feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie schön, dass wir der Distanz trotzen und so zusammenfinden. Und so hören wir auf die Worte aus der Heiligen Schrift, aus dem Lukas-Evangelium: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und so stimmen wir ein mit dem nächsten Lied. Worte aus der Heiligen Schrift, aus dem Lukas-Evangelium im 2. Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln, und legte ihnen eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Der Tisch ist gedeckt, die Lichter brennen. Im Schutze meines Heimes sitze ich und warte. Auf Heil, auf Heilung, auf das Wunder dieser Nacht. Aber ich bleibe nicht sitzen. Ich erhebe mich gemeinsam mit dir und mache mich zum Sprung bereit. Mit leichten Füßen und freudigen Herzen überspringe ich die Kluft der Zeit und stehe mit dir unter dem geöffneten Himmel. Die Klarheit des Herrn breitet sich über uns. Zaghaft, bedächtig, andächtig nähern wir uns der Krippe und sehen Maria, die Widerspenstige, die von Gott Gesehene, Ausersehene, geboren und aufgewachsen in Nazareth, einem kleinen Dorf unbedeutend, für alle, die nicht darin leben, unbekannt, in den galiläischen Bergen gelegen, ein Ort, an dem Handwerker und Bauern leben, von Jerusalem und seinen Bewohnern belacht. Doch zu Maria hat Gott seinen Engel gesandt. Dass sie schwanger war, verstand auch sie nicht, bis die himmlischen Worte, die durch ihren Verstand errichteten Mauern durchbrochen haben und sie befreit, bereit zum Leben, aus vollem Herzen zu singen beginnt. Müde, erschöpft wird sie sein, hat sie doch einen langen Weg auf staubigen Straßen hinter sich, von Nazareth bis nach Bethlehem. Kein Platz in der Herberge hört sie wieder und wieder in dieser vollen und belebten Stadt, bis sie in diesem kargen Stall Zuflucht gefunden haben und sie in Ruhe ihr erstes Kind zur Welt gebären kann. Voller Wärme blickt sie ihr Kind an, streichelt es zärtlich und summt ihr Lied. Neben ihr steht Josef. Traumgestalten sind in seinen Augen noch zu erahnen. Hin und her hatte er sich gewunden, war von Selbstzweifeln geplagt. Anfangs war er enttäuscht, wütend, traurig. Aber eines konnte er mit Sicherheit sagen, schwanger war sie nicht von ihm. Er glaubte an Gott, er hielt sich an seine Gebote wie an die seiner Zeit. Und so beschloss er in seinem Herzen, sie heimlich zu verlassen, um Maria zu schützen, vor der Schande, vor dem Urteil als Ehebrecherin gesteinigt zu werden. Er wollte der Schuldige sein. Da hatte er diesen eigenartigen Traum. Eine Lichtgestalt stand vor ihm. Er hatte sich hin und her gewälzt auf seinem Bett, keine Ruhe gefunden. Und da hörte er die himmlischen Worte. Josef, lass es gut sein. Es ist dein Kind, weil es von Gott ist. Aber nun hat er es verstanden. Er hat verstanden, den Satz einfach umzudrehen. Es ist Kind Gottes, weil es von dir ist. Ruhe und Zuversicht strahlt er aus. Güte liegt in seinem Lächeln. Einladend nickt er uns zu, näher zu treten. Und da stehen wir nun mit gebeugten Knien vor der Krippe, des Sprechens nicht mächtig, weil das Staunen unsere Worte, Gedanken und Ordnungen eingenommen hat. Zart und doch mächtig, Kind und doch Gott, der Himmel auf Erden, Gottes Wille, seine Liebe, die unsere sucht. Sacht legt sich der Friede Gottes über unsere Schultern.
Angefüllt von diesem Wunder treten wir in die Ruhe der Nacht. Aber nicht alleine. Denn unser verständiges Herz hat das Unbegreifliche erfasst. Gott ist mit uns. Mit dir und mit mir. Am Abend und am Morgen, heute wie an allen Tagen unseres Lebens. Alles ist bereit. Amen. Angefüllt mit Sorgen, alleine oder als Familie zu Hause versammelt, bitte beten Sie mit mir und weben Sie all Ihre Sehnsüchte und Wünsche, Ihre Sorgen, Klagen und Gedanken in das Gebet ein, was uns miteinander verbindet und was Gott uns gelehrt hat. Und so vereinen wir unsere Stimmen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Gesegnete Weihnachten.
Who the hell is Jack Frost anyway?